Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Devil May Cry. Wir starten jetzt mit Mission Nummer 2. Vorher schauen wir aber nochmal kurz in den Shop, denn wir haben zwei Upgrade-Punkte zu verteilen und überlegen uns, wo wir die denn hin verteilen möchten. Wir können Rebellion aufleveln. Wir könnten zum Beispiel den Drive jetzt aktivieren. Ja, aber ich glaube, wir machen sogar mehr Damage mit der ganz normalen Attacke. Macht eigentlich Sinn. Nehmen wir mal das. Und was schaut es mit Abilities aus? Wir haben Enemy Step momentan nur. Den mag ich nicht so gerne, weil ich ihn nicht so wichtig finde. Obwohl, es würde den Double Jump resetten. Schauen wir mal, was eben die Ivory noch so kommen. Rico Shot. Infuses a bullet with demonic power. Shots bounce back and forth between targets. Ja, das ist schon ziemlich nice auch. Oder mehr Damage für die normale Pistole. Ja, machen wir das. Ja. Einfach mal mehr Damage ist schon gut. Gut, dann geht's es los mit Mission Nummer 2. Bam. Was kann ich sonst noch zum Spiel sagen? Ich habe es damals auf der PS3 durchgespielt. Ich glaube sogar zwei oder dreimal. Tja, Ninja Fury hat hier eindeutig, finde ich, wirklich abgeliefert. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Es fühlt sich absolut dynamisch an. Das Kampfsystem ist wirklich großartig. Wer Episode 1 gesehen hat, hat es schon gesehen. Not what I was expecting. That's the idea. The demons are amongst us, Dante. They are enslaving mankind. The world is asleep, brainwashed and helpless. We're fighting back. We are a small handful of freedom fighters. We are the last and only line of defense. Defense? You got no chance. We don't leave things to chance. We've accumulated vast intelligence on the demons and their collaborators. World leaders, bankers, pop stars. We can hit them where it hurts. Der Boss der Organisation. Dante, it really is you. You don't remember me. No. How much of your childhood do you remember? Not much. I had meningitis when I was 7. Wiped my memory. Why? They told me I had a car accident that resulted in total amnesia. Age? 7. Your point? Meningitis is a human affliction. You are not human, Dante. All war is fought with deception, and you have been deceived. Your past has been hidden from you for a reason. Rewind a bit, who are you again? My name is Virgil. I established the Order to help find a way to fight the demons. Besides swords and bullets, you mean? Such weapons can win battles, but not the war. We use force, yes, but we also use intelligence, politics, propaganda. You really believe you can make a dent? Make a dent? With the two of us working together, I believe that we can defeat them. So that's what this is about. You need me to fight the demons, help you save the world. What else were you planning on doing with your life? You guys do seem really nice, but I'm more of a loner type. Trust issues, work alone, that kind of thing. Dante, I don't think you understand what is at stake. If you want to leave, turn your back on me, I'm powerless to stop you. But you'll be making a grave mistake. Not just for yourself, but for mankind. For mankind? Yes! What makes you think I give a shit? Please give me a chance to show you. Show me what? Who you really are. Paradise.
Most awkward car ride ever. Mit dem Hut. This was your home. I don't remember it. You will. Cat, open the gateway. What are you doing? Our world and Limbo are very closely superpositioned. They collide in places causing what we call rifts. It's here, in the rifts, that we can create gateways to and from Limbo. Doesn't smell too good. What's in the can? A compound I created based on an old Wiccan recipe. Sea salt, shark oil, iron shavings, desiccated squirrel semen, wolf hair. Good stuff. Go ahead. The house holds secrets. I found mine. Now it's your turn. How'll I get back? We'll take care of that. Just be careful. It can get rough in there. I like it rough. Is this really going to work? He doesn't seem to care. Raw. Just like you were when I first found you. Naja. Jetzt bekomme ich schon einige coole Sachen in diesem Level. Da freue ich mich schon sehr drauf. So. Dann erkunden wir mal unser altes Zuhause. Servus, okay. Anklopfen, nope, nichts, okay, dann nicht. Ich frage mich, ob Speedrunner so herumlaufen. Na okay, jetzt nicht. Nicht in der Videosequenz. Ich mag auch die Farben. Wie bunt es manchmal wird, das mag ich nicht gerne. Speedrunner so herumlaufen, indem sie einfach immer... Ich weiß ja nicht. So, was machen wir? Holen wir uns das da. Da kann man jetzt nichts machen. Ups, runtergefallen. Da ist ein Bild. Was zeigt das? I remember this place. Bücherei, Bibliothek, Arbeitszimmer. Ich weiß es nicht. Besprechungszimmer? Schön auf jeden Fall. Aber das Gesicht von dem Herrn ist ausgerissen. Ist das der Papa? Ist das Sparda? Who the hell are you? Er hat zumindest... Oh, es ist wirklich Sparda. Sparda? My dad. Was kommt da raus? Aus dem Boden. Einer mit Schild, ein Death Knight. Okay. Zeig mal, was du kannst, Schild haben. Ja, gar nichts. Was? Das war's? Trying to show me. Hell yeah. Nice.
Der Arbiter. Ich hoffe, die Controller-Einstellungen sind jetzt richtig. Nope, nicht richtig, nicht richtig. Shit. Okay, so. Leute, ich muss das ganz kurz umstellen, damit das hier richtig funktioniert. Ups, nicht so. So, wir stellen ganz kurz die Controller-Einstellungen um. Und zwar habe ich die Cycle Angel Weapon. Ist das das hier? Demon Weapon. Perfekt. Demon Mode ist nämlich das hier. Und Angel Mode ist das hier. Dann machen wir Cycle Angel Weapon hier hin. Gut, perfekt. Und wir können zurück. Und jetzt wird's lustig nämlich. Jetzt können wir nämlich immer auf R2 unsere Rebellion zum Arbiter wechseln. Und damit können wir urcoole Kombos machen, wie zum Beispiel die hier. Das ist einfach so cool. Hoch mit dir. Und runter. Okay, warte. Die beiden hoch. Ah. Okay, abwerfen. Boah, das blockst du nicht ganz dran. Die Freunde mit den Schildern sind sowieso sehr anfällig auf die Dämonenwaffe. Weil du ihnen einfach mit der Axt den Schild weghaust. Dann bearbeitest mit was auch immer. Du kannst einfach die ganze Zeit wechseln. Zack, 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 zack. Sehr schön. Aber das war noch längst nicht alles. Ich hab peinlich die Seele. Hey, komm zurück. Naja, da komme ich jetzt nicht drüber. Noch nicht. Combo. Beide Linkshänder. Aber Dante führt. Did I hear that right? Okay, benutzt beide Hände. So. Durch die roten Türen kann ich jetzt durch mit der Dämonenwaffe. Aber hier sind noch blaue Türen. Was bedeutet das? Gibt es noch eine Engelswaffe? Alter. Unglaublich, diese Leute. Okay. That was me.
I remember this. Sowas wie die Dämonenwelt, Limbo-Welt, wo ich glaube, das soll eine Statue von Sparda sein, die von Ketten gehalten wird. Eine Anspielung auf eine Kraft, die noch unentfesselt ist. Where am I? Ja, das ist aber schon ganz schön so. Oh ja, das kommt jetzt auch noch dazu, voll. Oh, das habe ich ganz vergessen. Der Ophion Demon Pool. Mit Dämonenwaffe ausgerüstet. Kann ich jetzt Sachen zu mir herziehen. Super praktisch. Wirklich super praktisch. Zu mir. Das kann man jetzt nämlich auch so verwenden. Okay, das war ein großes Kreis. Aber hier. Für nein! Wieso nicht? Aber ich dachte, das ist ein Greifhaken. Ach, das hat nicht funktioniert. Na gut. Einfach mal abgefällt. So, hier Häuser zerstören. Los geht's. Weg damit. Ich hab fast kein Leben mehr. So, Gegner, komm mal her. Komm mal her da. Jo, ach, komm her. Okay, so. Gehst hoch. Du kommst wieder zu mir. Gehst hoch. Ich liebe es. So, hier haben wir eine. What now? Das Ding, das wir zerstören müssen. Mit genug Kraft. Jawohl. Ah, das ist eine Alterung für die Ketten. Der Kopf dreht sich und die Augen erglühen. Doch was bedeutet das? Eine Vision. Dante. Dante. Really is you. Really is you. Wir sind wieder zurück. Der Zwischenwelt. Okay, so what else have you got? Keine Copper Keys. Oh, schlecht. Ich brauche vielleicht Heilung. Schauen wir mal. Welche Items bei mir? Schlecht. Ich muss aufpassen, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich an so einer Statue komme, dass ich mir dort Heilung kaufe. Ich möchte das Level schon schaffen, lieber. Sparda! They're here! They're here! They found us! What the hell happened here? We've got to get out! Now! Hurry! Come on, quickly! Auch nicht. Ah, wir sind wieder in der Zelle.
Shielded Buffos, ja, ja, genau. Das sind jetzt die, die sich nicht greifen lassen wollen. Aber wenn du einmal greifst, kannst du ja den Schild entfernen. Wie haben sie uns nur gefunden? So, muss ich die da muss ich hin, ja? Mhm. Gibt es hier eine Statue? Nee. Nee, nee, nee. Da gibt es eine Statue. Sehr schön. Dann benutzen wir die jetzt mal. Den richtigen Knopf. So. So, wir heilen uns mit einem kleinen Star. Das wollte ich noch nicht machen. Egal. So war es auch richtig. Gut, wir haben auch noch einen Upgrade-Punkt, den geben wir auch gleich her, nämlich für unseren Arbiter. Wir könnten einfach mehr Schaden machen. Oder wir machen, was ist das? Trinity Smash. Flash ist was? Mhm. Ich bin eigentlich immer für neue Attacken. Ja, nehmen wir uns mal die neue Attacke einfach. Oder, Moment, was haben die... Oh, wir haben neue Abilities. Demon Evade. Fueled by Rune Dance. Damage Output is boosted after precisely timed last minute. Okay. Oh, das ist auch ziemlich cool. Oh, es gibt so coole Sachen einfach. Schauen wir noch irgendeine Erbe, nach dazu kommen ist. Nein, aber nicht. Bei Rebellion. Und Steps, genau. Okay, dann wir nehmen mal beim Arbiter. Nein. Wir nehmen Ability Kicker. Kicker ist gut, Kicker mag ich. So, weiter geht's. Hier können wir noch nicht rein. Wir brauchen erstmal was Neues noch, was uns noch fehlt. Da haben wir doch ein Bild von der Mutter. Is that Mom? I love you, Dante. Da war schon der Kicker. Und jetzt habe ich mit Kicker getötet. Gut. Oh ja, 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 ja. Gib mir das, gib mir das. Gib es mir. Die Kraft von Eva. Wie heißt sie nochmal? Den Arbiter habe ich mir gemerkt. Was ist die Himmelsklaue oder irgendwas? Osiris. Osiris, genau. Los geht's. Yeah.
genauso sagt das. Dieses Kampfsystem ist einfach nur lustig. Es ist einfach nur wirklich großartig. Man kann einfach dadurch, dass man so schnell zwischen den Waffen und der wechselt, kommt man einfach auf unzählige Kombos, die man machen kann, je nachdem, wie es der Situation entspricht. Wenn ich schnelle Kreise um mich machen muss, wechsle ich einfach zu Osiris. Wenn ich stark angreifen muss, wechsle ich zum Arbiter. Und dann kommen wir noch die andere Situation, die wir jetzt auch gleich wieder sehen werden. Einerseits das Herpullen, was ich gerade gemacht habe mit dem Arbiter. Andererseits gibt es noch... Oh, lag. Nicht ruckeln hier. Nicht, dass ich runterfalle. So. Da kommen wir durch mit dem Siris. Okay. Cool. Und ganz kurz, ich will nochmal hier schauen, ob ich irgendwas... Ah ja, genau, da ist eine. Kann ich sie töten? Okay. So. A blue rose. So, Erinnerungszwischensequenz Nummer 2. Da sehen wir schon eine weitere Kette, die diese Statue von Sparta, I guess, gefangen hält. Holen wir uns die Statue. So, jetzt haben wir das nächste, was wir lernen werden. Der Ophion Angel Lift. Jetzt können wir uns nämlich nicht herziehen. Also wir können nicht etwas herziehen zu uns, sondern wir können uns selbst wie einen Greifhaken entlang ziehen. Und das war das, was ich vorher verwechselt habe. Ich dachte, das kommt schon gleichzeitig mit. Aber nein, das kann Osiris. Und damit können wir uns jetzt auch so weiterhangeln. Von Haken zu Haken zu Haken. Nice. Fuck. Und ihr habt es vielleicht schon geahnt. Gegner kann man damit auch machen. Man kann sie herziehen. Also man kann sich zu den Gegnern ziehen. Zack. Man kann die Gegner in die Höhe werfen, sich zu ihnen ziehen und dann runterprügeln. Jo. Absolut lustig für diese Gegner. Und man ist sofort bei ihnen und muss sie nicht ewig mit dem Schild bearbeiten. Und man kann immer noch
dem Arbiter auch kämpfen, wenn man die Stärke braucht. Es ist einfach nur großartig, es macht Spaß. So, wir haben einen neuen Upgrade-Punkt bekommen. Man sieht das gar nicht, weil mein Gesicht davor ist. Im Stream. So, da wechseln wir jetzt schnell, weil... What? Das ist ja unfair. Da war ich zu weit. Ah. Na gut. Damit haben wir auch diese Kämpfe bereits. Und durch Stargate fliegen wir dann zurück nach Hause. So, da sind wir wieder. Schilde Bacchus. Einfach mit dem roten bearbeiten, das Schild weg ist, und dann mit dem blauen bearbeiten, das ist was bei einem Biss. Wenn das Schild weg ist, kannst du wirklich angreifen. Jo! Flawless Team, Double Kill, Flawless Kill. Und weiter geht's. Was ist dir aufgefallen? Ein Bild von. Ah ja, ein Familienfoto. Da haben wir Dante, Virgil, die Mutter, Eva und Spada. Aber Spada ist schon wieder mal zerstört. Her name was Eva. She gave this to me. I had a brother too. We were a family. I had no idea of the danger we were in. The demons found us. When they broke in, I saw him. She gave her life so that we could escape. I will never forget what he did to her. Our father, Sparta, took my brother and I away. He separated us, hid us safely amongst the humans, wiped our memories to protect us. Nah. That's why it all went black. Until now. So, weiter geht's. Wir können uns wieder anhaken mit unserem Angel Hook. Okay, jetzt. Naja. Und da performt sie wieder alles. I'm getting out of here. Stop.
brother. Your twin brother. And I've been looking for you for a long time now. Our mother gave these to us. I think she knew that this moment would come, that we would find each other. And our father, Sparta? Vanished forever. A fate worse than death, they say. He's never coming back. I want to know more. Where we come from, what happened to us. And above all, I want to know who's responsible for all this. Jo, das war die zweite Mission. Wir werden das diesmal so machen. Wow, Style Points SSS. Time SS. Und Completion. Gar nichts. D. Mal 2. Gut. Oh, ich habe ein Item benutzt, ja. Savage. No, not bad. Wir haben 2 Upgrade Points. Und die tun wir jetzt auch gleich noch verbrauchen. Wir gehen nämlich hier mal zu Osiris und sagen, Cleaver, naja, schau mal, double up. Spins the scythe above Dante's head like rotoblades, lifting him and surrounding enemies higher into the air. Auch nicht schlecht. Was ist Raise? Raise Dante and surrounding enemies in a sweeping skybound hurricane. Das ist sehr geil. Und Streak, a forward launching attack that ends with sweeping spin. Auch sehr geil, nehmen wir. Geil. So. Bevor wir Mission 3 starten, das war's für heute. Das wird jetzt mal das Ende sein, auch für den Livestream. Also die Episode auf YouTube ist jetzt vorbei, aber der Livestream auch. Es wird wahrscheinlich morgen weitergehen. Muss ich erstmal schauen, ob ich es schaffe. Jo. Gebt einen Daumen hoch für das Video. Folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf Twitter, Instagram, wo ihr gerne wollt. Und schaut beim nächsten Video wieder rein. Es würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao.